Hallo zu RDSQ, wo Skywalker, der war neuerdings in China unterwegs. Wie man vielleicht hört. Er ist jetzt krank. Das ist jetzt seine letzte Folge. Ja, das ist auf jeden Fall. Nee, ich hoffe mal nicht. Alter, was? Johnny, was hast du hier für Gedanken? Ja, wer fängt an? Soll würfeln. Du bist hier. Ja, wir brauchen einen Würfel. Wo kriegt man den? Den kann ich euch spawnen. Ja, spawn mal einen Würfel. Wir würfeln jetzt, wer anfängt. Metall oder Plastik? Ist mir egal. Wer fängt an mit Würfeln? Keine Ahnung. Johnny, fang an mit Würfeln. Wer die höchste Zahl hat. 4. Auch 4. Komm, mach du. 6. Skywalker, du bist. Ja. Sie fängt an. Was muss ich machen? Du darfst einfach legen. Oder? Was kann ich denn alles legen? Du darfst eine Karte aus deinem Deck legen. Ja, und was können die alles? Das hat er doch eben erklärt, das steht auf den Karten drauf. Und wenn du so eine mit so einer Katze hast, dann, wenn du da zwei von der gleichen Art hast, dann kannst du die als Paar legen und dann kannst du irgendeinem Spieler eine Karte klauen. Zum Beispiel Bartkatze oder so heißt das Ding. Also kannst auch, dann musst du natürlich zwei Karten legen. Und ein Limit, wie viele man legen kann, gibt's glaube ich nicht. Gibt's nicht. Doch, als ein Inventar, aber. Ist das nicht der Stapel, glaube ich? Da machen wir mal den Stapel. Ja. Was? Wer wird denn geskippt? Nein, Skip beendet deinen Zug ohne eine Karte zu ziehen. Du hast gerade eben deinen Zug beendet. Schön. Ja. Okay, du ziehst keine Karte. Jetzt würde ich sagen, wer macht weiter? Skywalker müsste weitermachen im Uhrzeigersinn. Wenn man den Kittens hat, stirbt man dann sofort oder muss man die erst? Die muss man entschärfen. Die muss man aber auch, wenn man sie gezogen hat, muss man sie instant sägen, auch wenn der Zug eigentlich zu Ende ist oder wie? Kann man instant entschärfen? Ja. Okay. Ja, die muss man ja instant entschärfen, sonst explodiert die ja. Also Skywalker, man zieht ja am Ende seines Zugs. Wenn man die Exploding-Karte zieht, dann legt man die auch gleich. Die muss man legen und sofort entschärfen. Ah ja. Mhm. Okay, Skywalker, du bist dran. Ja, dann so. Blick in die Zukunft. Schau dir heimlich die obersten drei Karten des Zugstapels an. Wie schaut man diese heimlich an? Ich zieh die ersten drei runter, pack sie in mein Inventar und leg sie gleich wieder raus. Ja gut, das macht Sinn. Dass ihr das dann nicht seht, ne? Ja. Und wir müssen ihr ein Vertrauen. Uiuiuiui. Oh je. Wahrscheinlich sind da jetzt drei Exploding-Karten als nächstes. Du musst aber immer noch eine von denen ziehen. Ja, da ziehe ich auch gerne eine, ne? Keine Ahnung, welche Karten OP sind und welche nicht. So, dann bin ich jetzt dran. Dann fangen wir mal an mit... Horror! Kannst du zweimal die legen? Ja, jetzt muss ich irgendeinem eine Karte klauen. Skywalker, gib mir eine Karte! Die musst du ziehen, aus meinem Inventar. Lass die rausziehen. Ja, dann muss ich jetzt noch ziehen. Ah ja. Ich war gerade verwirrt, die Karte war noch nicht umgedreht. Was? Johnny, du bist dran. Ich bin dran. Skywalker, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ja, da hast du. Kannst alles lesen. Ja, natürlich ist es mein. So, ich glaube, du hast gelitten. Beende deinen Zug ohne eine Karte zu ziehen, Johnny. Zwinge den nächsten Spieler zwei Züge zu machen. Also zweimal ziehen. Aber er kann halt vorher, also in jedem Zug kann er auch Karten legen. Davor darf er noch Karten legen, ja.
Also es ist quasi so, als wäre jetzt einfach zweimal dran hintereinander. Ja. Angriff. Ja, das will, trotzdem musst du ziehen. Mindestens eine. Muss eine Key. Und er muss jetzt aber nochmal und dann muss, oder? Nein, jetzt muss er nicht nochmal, weil er eine Angriffskarte gezogen hat, gelegt hat. Also jetzt ist es quasi so, als wäre der zweite Zug jetzt einfach ausgemacht. Nein, der wurde an mich so gesehen. Ich habe jetzt eine Exploding Kittens Karte, was soll ich musst machen? Du hinlegen und sofort entschärfen. Nein, nicht da, hier. So. Oh je, er kann schon nicht mehr entschärfen. Ja, das Ding kommt hier rein. Wird dann neu gemischt? Durchgemischt. Ja. So, Skywalker, du musst zweimal jetzt ziehen. Ja, aber davor bin ich ja noch dran, ne? Ja, das. Ich weiß. Du musst jetzt quasi zwei Züge machen. Was ist eingefallen? Das Spiel muss dir eine Karte seiner Wahl geben. Ja. Da. Das bedeutet, ich muss nur eine ziehen. Ja, okay. Bin ich dran? Ja. Dann sage ich. Okay, du kommst dann nicht mehr. Ach komm, mach mir mal hier mischen. Dann musst du jetzt mischen. Wie war das? Und ziehen. Du kannst auch zweimal legen, das ist die Schubler, oder? Ja, kann ich, aber ich will jetzt gar nicht unbedingt zweimal legen. Okay, Johnny. Ich bin dran, ne? Ja, du bist dran. Kann doch auch passen, oder? Geht das nicht irgendwie? Du kannst passen, aber dann ziehst du trotzdem eine. Du musst trotzdem ziehen. Du kannst halt nur entscheiden, dass du nichts machst davor. Ja. Gut, dann mach ich folgendes. Wieder. Sag, ja. Ich nehme mal. Wieder. So, sie wird ja ganz schön rangenommen von dem Spiel. Jetzt muss ich wieder ziehen, oder? Ja, du nimmst doch gar nichts zu sehen. Erstmal zieht Johnny eine Karte. Wieso kann man einfach klauen, oder was? Ja, wenn man zwei gleiche Karten von diesem Katzen hat, dann klaut man. Der hat zweimal die ganze Zeit. Muss ich noch eine ziehen? Ja, du musst noch eine ziehen. Warum solltest du keine ziehen müssen? Ich hab ja alle so viele Karten. Du hast keine Skip-Karten. Ja, weil dir alles geklaut wurde. Kann ich jetzt machen? Ja, jetzt bist du dran. Jetzt. Du hättest die eine Karte, die du hast, auch legen können vorher. Aber gut. Kann ich dich schon legen direkt? Nein, wenn du gezogen hast, kannst du nicht mehr legen. Außer es ist eine Exploding-Karte, aber dann hättest du verloren. Ja. Das heißt, kann man eine Entschärfen-Karte auch aus dem Stapel wieder ziehen, zufällig? Sind da welche drin, oder? Moment, warte. Das ist echt scheiße. Oder hat man wirklich nur die eine Entschärfen-Karte am Anfang? Beziehungsweise eine, wenn man eine klaut, hätte man vielleicht auch eine, aber. Ja, machen wir einfach weiter. Und diese eine Exploding Kitten, die da liegt, kommt für dich auch rein? Nee. Okay. Weil wir nur vier Spieler sind. Ja, gut. Skywalker, du bist dran. Ja. Ich zieh einfach mal. Du ziehst einfach mal. Oh, wie schön. Jetzt hat er wahrscheinlich genau einen Entschärfen gekriegt. Nee, ich mag die Karte, Ja, dann bin ich ja jetzt dran, sag ich mal, Attacke! Jordi, du musst jetzt zwei Züge machen. Ich muss hier. Ja, so. Ja, dann musst du keine zwei ziehen. Dann zählt es nicht. Ja.
Muss ich dann doch wieder eine ziehen oder wie ist das dann? Wenn er. Ja, an sich hätte das schneller ziehen. Ich hätte das schneller legen müssen, aber dadurch wird der jetzt der Effekt negiert, bedeutet du musst ziehen. Aha. Ja gut. Johnny, du musst jetzt aber auch eine ziehen. Du hast ja deinen Zug quasi. Was ist mit Google? Dann habt ihr deine Spielregeln. Ja, wenn man nur Google öffnet, dann hat man keine Spielregel. Ja, können wir weitermachen? Cersei ist dran. Ja, dann geht in die Zukunft. Wobei, wieso ist jetzt Cersei dran? Johnny ist eigentlich... Johnny hat schon eine gezogen. Achso, ja dann. Du nimmst jetzt drei Karten, guckst rein und legst sie zurück. Okay. Pass auf. Umdrehen wieder. Und du weißt, eine musst du ja dann wieder ziehen. Ja. Also? Hatte er nicht zwei Karten vorher gehabt? Ich hatte eine Karte gehabt. Ja gut. Aber du musst jetzt wieder eine ziehen. Okay. Also irgendwie. Du ziehst. Du machst keine Aktion, bevor du ziehst. Ich sag mal. Ach komm, ich überspring mal. Ja, somit ist das beendet. Ja. Johnny ist dran. Alter, was habt ihr hier vor? Robert Space Industries? Was ist das? Alter! Aber hat das Ton! Weg damit! Was ist das jetzt? Ein Spieler muss dir eine Karte seiner Wahl geben. Ja, wer. Jetzt lassen wir das mal. Und wen? Ich nehme Cerseis Karte. Nein. Er muss dir eine Karte seiner Wahl geben. Ja. Ach man. Wir gehen nicht auf Twitch. Du wirst die Karte vielleicht auch umgedreht geben, jetzt weiß jeder, was du ihm gegeben hast. Johnny, möchtest du mit meinem Zug fahren? Was ist mit meinem Zug? Ich müsste hier was wieder. Oder möchtest du heute noch was legen? Ja, aber du hast ja jetzt schon gezogen. Ja. Da ist Cersei jetzt dran, oder? Ja, soll ich sagen, meine letzte Karte legen? Du kannst sie legen, dann muss halt wieder eine neue ziehen. Ja, dann leg ich eine. Warum sägst du die? Das ist total sinnlos. Das Game ist auch scheiße. Ich meine, man kann die auch legen. So. Ja, aber das hat halt keinen Effekt. Ja, doch. Ich weiß, was soll ich denn sonst machen? Ja, nichts sägen. Das hätte den gleichen Effekt gehabt. Naja. Es war deine Wahl. Skywalker, du bist dran. Ja. Dann bin ich jetzt dran. Dann will ich einen Gefallen. Skywalker, gib mir doch eine Karte. Eine Karte meiner Wahl? Ja. Ach, weil die sich dich so gut beschreibt. Hä? Warum beschreibt mich die so gut? Ja, dann muss ich jetzt ziehen. Wo ist die Karte? Da ist die Karte. Ja, dann ist Johnny jetzt dran.
kann ich auch mehrere Karten auf einmal ablegen? Kann ich auch mehrere Karten auf einmal? Ja, kannst du. Kombi. Ja, natürlich. Gut, dann mache ich erstmal das hier. 1, 2, 3. Ah, ich habe die markiert. Ich muss halt nur wissen, welche das waren. Okay. Und dann nochmal die hier. Mischen. Warum guckst du in den Stapel, was die nächsten drei Karten sind und mischst dann? Boah, keine. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Dann einfach mal meinen Bock abhaben. Erst. So, Cersei, her damit. Du hast es echt auf Cersei abgesehen. Er wird eine Karte haben. Nee, du darfst dich aussuchen, welche Karte. Ich nehme alle Karten. Hey, warum? Cersei, lass das! Jetzt müssen wir eigentlich mischen, weil er ja gesehen hat, was drin ist. Cersei, lass den Scheiß. Ich hab keine Ahnung, was man da überhaupt machen soll mit dem Game. Ja. Dann denk ich noch die hier. Hier noch, wenn ich möchte. Ja, warum hat Cersei jetzt wieder eine Karte? Er hatte keine mehr. Cersei? Hä, warum entschärfst du jetzt, Johnny? Hä? Cersei, wieso entschärfen? Ist Johnny, wieso entschärfen? Du kannst nicht entschärfen, wenn da keine Exploding-Karte ist. Kann ich nicht. Nein! Ich meine, er kann es, aber dann hat er keine Entschärfen-Karte mehr. Warum willst du das? Alles auf Risiko. Alter, jetzt kann man das einer lassen, diesen Stab wieder umzudrehen. Ich glaube, Cersei hat einfach keinen Bock. Ja, Johnny hat auch keinen Bock, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, Cersei, du musst jetzt aber eine ziehen. Du kannst ja vorher nichts legen, logischerweise. Ja. Ja. Da bist du, Skywalker. Ich bin da jetzt dran, oder? Also das ist Exploding-Karte. Ich zieh einfach nur. Johnny, du bist dran. Nope, bin ich nicht. Du kannst nicht Nope sagen, bist du nicht? Das kannst du nicht. Kann ich nicht, ach, nein. Ja, leider. Oh, Cersei ist dran. Ja. Kann ich es legen? Ja. Wenn es eine Exploding-Karte. Wobei, du hast gerade eben gezogen, oder? Du kannst doch nicht überspringen, dass du eine Karte ziehst mit einer Karte, die du gezogen hast. Du hast gerade gezogen, oder? Du bist gerne nicht dran. Ja, komm. Ich bin nicht. Komm, legst du einfach eine einzelne Kotzkatze? So halt. Wieso sollte ich nicht machen? Naja. Ich bin dran, oder? Ja. Dann hätte ich gern mal von Johnny eine Karte. Dann zieh dir. Ach so. Das war total random, jetzt sage ich einfach mal. Johnny? Johnny, du bist dran. Was machst du, Skywalker? Das bin nicht ich, irgendjemand dreht mein Zeug. Wer macht das? Ich,
Ich sehe keine blaue Hand. Ach du, doch, sehe ich sogar. Hallo. Kann jemand das mal lassen? Ich mach das nicht. Was soll ich das machen können? Ich habe die ganze Zeit meine Maus bewegen. Meine Hand ist hier beim Stapel, sag ich jetzt einfach mal. Ja, ich kann meine Hand auch bewegen und dein Zeug drehen. Sassy. Wahrscheinlich tust du mein Zeug bewegen. Wer macht das jetzt? Okay, ich kann das drehen. Ja, dann muss es Johnny sein, wenn Skywalker, wenn Cersei hier die Karten dreht. Ja. Ich weiß, wir hören jetzt. Können wir jetzt mal gescheit weiterspielen? Das ist ja, einfach, mach doch mal. Es wird ja jetzt auch so langsam spannend, ne? Bist du gar nicht spannend. Doch, weil man keine Karten wieder ins Deck reinmischt. Hä? Bedeutet, dass die Chancen der Explode-Kippenkarte wird immer größer. Wow. Ja, du hast gezogen, dann sag ich mal, ich zieh einfach nur. Oh je. Weg damit! Okay, so. Johnny ist dran. Cersei, du bist dran. Skywalker? Ja. Du bist dran. Schön. Ja, ich sag's dir nur, falls du es nicht bemerkt haben solltest. Ho, 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 ho. Das muss man schön entschärfen. Sehe ich das richtig, dass jetzt keiner mehr eine Entschärfenkarte hat? Wie gesagt, man kann die immer noch aus dem Deck ziehen. Ja, das kann natürlich sein, aber keiner hat mehr seine ursprüngliche Entschärfenkarte zumindest. Weil Johnny sie ja leichtsinnig, wie er ist, einfach so gelegt hat. Ja. Das wäre echt nicht so klug, Johnny. Ja, ich ziehe einfach wieder nur... Johnny, du bist dran. Johnny ist raus. Ach, schade, muss ich ja aufhören. Ja. Was passiert jetzt mit den Karten, die er noch hat? Kämpft drum. Nein, die kommen wieder ins Deck. Ach so. Hä, warum hab ich die jetzt, Johnny? Die Exploding Kettenskarte, die gehört jetzt dir. Die bleibt jetzt bei dir. Hä? Johnny. Nein, Johnny, die ist deins. Die will ich nicht. Die bleibt bei dir, Johnny. Johnny. Schwarzer Peter. Nein. Ich mach mich nicht mehr was. Wir legen die einfach hier hin, okay? Dann weiß jeder, dass es Johnny ist. Okay. Sissi, du bist. Geil. Es sind hier wieder gar keine entscheidenden Karten. Ja, jetzt behältst du. Wieso legst du es zu. Wieso. Im Ernst jetzt, Cersei, wieso hast du das gerade gemacht? Ja. Yep. Meine Güte. Dass hier auch keiner offenbar motiviert auf das Spiel ist. Ja, weil das einfach scheiße ist. Ich glaube, wir spielen gleich noch was anderes. Ja, bitte. Verdammt, wir hatten jetzt gewonnen. Unentschieden.